Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks für Battlefield 3 Waffenmeister mit mir, WupsJaja. Dies ist das zweite von drei Videos mit Tipps und Tricks für Battlefield 3 Waffenmeister. Im ersten Video ging es um Tipps und Tricks für Anfänger, in diesem geht es um Tipps für Fortgeschrittene und im dritten Video geht es um, sagen wir mal, die letzten Feinheiten. Also, das ist das zweite Video für Fortgeschrittene und in diesem Video geht es vor allem um Tipps und Tricks zum Feuergefecht, also den Kampf zwischen euch und euren Gegnern, wie ihr eure Chancen maximieren könnt und wie ihr euch den größtmöglichen Vorteil verschaffen könnt. Zu Beginn und zu Ende des Videos rede ich ein bisschen über Waffenmeister-Taktik. Am Anfang rede ich über die Pistolenkills und am Ende zeige ich euch einen kleinen Trick, wie ihr ganz schnell Kills mit dem M320 LVG Granatwerfer und dem Messer bekommen könnt. Die Tipps sind alle nochmal unten aufgeführt und ihr könnt die Zeiten dazu benutzen, um direkt zu einem Tipp zu springen. Mein erster Tipp für euch ist, so schnell wie möglich die Pistolen hinter euch zu bringen. Denn wenn ihr bei den persönlichen Verteidigungswaffen, also der PP19 und der P90 seid und die anderen immer noch bei den Pistolen, habt ihr schon mal einen großen Vorteil, den ihr eventuell weiter ausbauen könnt. Also, auf keinen Fall mit Pistolen campen, sondern auf Gegnerjagd gehen. Im Feuergefecht mit Pistolen würde ich euch raten, euch hin und her zu bewegen. Das erschwert es den Gegnern, euch zu treffen. Und auf kurze Distanzen würde ich euch raten, aus der Hüfte zu feuern. Kurz zu den Pistolen. Die 93R ist am effektivsten im Nahkampf. Mit der Magnum am besten kurz zielen und direkt in den Kopf schießen. Wenn ihr Probleme damit habt, mit den Pistolen Kills zu machen, spielt doch einfach ein paar Runden Conquest Domination, aber nur mit Pistolen. Danach werdet ihr viel besser Kills mit den Pistolen machen können. Nummer 2. Sichthindernisse, Persistenz beim Gegnerabschuss. Oft wird die Sicht auf den Gegner, auf den ihr gerade schießt, durch Rauch, Staubpartikel, Kim und Korn und sogar das eigene Mündungsfeuer verdeckt. In solchen Fällen würde ich euch raten, hartnäckig zu bleiben. Schätzt ab, wo der Gegner ist und schießt einfach weiter, eventuell kriegt ihr ja den Kill. Mir ist schon unzählige Male passiert, dass ich den Gegner nicht gesehen habe, aber trotzdem den Kill bekommen habe, weil ich einfach weitergeschossen habe. Wie zum Beispiel in diesem Clip. Der Gegner verschwindet hinter der Holzfassade, aber ich schätze einfach seine Position ab und schieße weiter. Oder hier, ich kann den Gegner kaum sehen, schieße aber einfach in seinen Lauf weiter und mache den Kill. Schießt auch weiter, wenn der Gegner dabei ist, um die Ecke zu laufen. Denn durch Ecken kann man oft durchschießen und ihr könnt euch eventuell den Kill sichern, wie in diesem Clip. Das einzige, was ihr beachten müsst, ist, dass ihr dies nur tun solltet, wenn keine weiteren Gegner in der Nähe sind, damit ihr nicht mitten beim Nachladen überrascht werdet. 3. Sichthindernisse. Sprayen auf gut Glück. Noch ein Punkt zum Thema Sichthindernisse. Diesmal geht es um das Draufballern auf gut Glück. Manchmal sind die Gegner weit entfernt und man sieht sie sehr schlecht wegen verschiedenen Sichthindernissen, die ich schon vorhin erwähnt habe, oder einfach wegen der großen Distanz. Mein Tipp für euch, verballert einfach ein Magazin in Richtung des Gegners, vielleicht kriegt ihr ja den Kill. Achtet dabei auf euer Fadenkreuz, wenn beim Schießen ein diagonales Trefferkreuz auftaucht, wisst ihr, dass ihr den Gegner trefft. Zum Beispiel in diesem Clip, ich sehe die Gegner fast gar nicht, schieße aber einfach weiter auf gut Glück, da ich immer das Trefferkreuzchen im Fadenkreuz bekomme. Und ich kriege die Kills. Oder wie hier, ich habe noch 30 Schuss im Magazin und will sowieso nachladen, also verschieße ich den Rest in Richtung des Gegners, ohne seine Bewegungen zu sehen. Ich würde aber nicht zu lange mit Sturmgewehren oder MGs auf allzu große Distanz rumfeuern, sondern höchstens ein oder zwei Magazine, um mein Glück zu versuchen. Denn ihr müsst ja so schnell wie möglich Kills bekommen. Nummer 4. Sprayen zur Verteidigung. Wo wir schon beim Sprayen oder Herumballern sind, hier noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr von hinten oder von der Seite beschossen werdet und ihr habt keine Möglichkeit, schnell in Deckung zu gehen, dreht euch einfach blitzschnell um und schießt sofort in die Richtung, aus der das Feuer kommt, auch wenn ihr den Gegner nicht richtig sehen könnt. Denn auch wenn ihr ihn nicht trefft, aber die Kugeln nah genug an ihm vorbeifliegen, hat das den Vorteil, dass der Gegner niedergehalten wird. Soll heißen, seine Sicht verschwimmt, seine Schüsse werden ungenauer. Ihr verschafft euch somit eine Chance zu überleben und in Deckung zu gehen. Und mit ein bisschen Glück kann es sein, dass ihr ihn sogar killt, so wie hier.
So, jetzt kommen wir zum Thema Feuergefecht und wie ihr euch einen Vorteil gegenüber euren Gegnern verschaffen könnt. Einer der wichtigsten Faktoren bei einem Feuergefecht ist Deckung, die euch vor gegnerischem Feuer schützt. Das Thema ist auf YouTube ziemlich gut dokumentiert, deshalb hier nur kurz meine Sicht. Je mehr von eurem Körper verdeckt ist, desto besser, denn Kugeln fliegen nicht genau dahin, wo das Fadenkreuz ist, sondern streuen um den Zielpunkt drumherum. Und wenn ihr Deckung habt, könnt ihr davon ausgehen, dass viele Kugeln, die euer Gegner abfeuert, gegen die Deckung gehen. Schaut euch mal die zwei folgenden Clips an. Im ersten Clip laufe ich dummerweise vor die Theke und obwohl ich zwei Kills mache, stehe ich weit offen, ohne jegliche Deckung und werde deswegen gekillt. In diesem Clip hier, an derselben Stelle, stehe ich hinter der Theke und dank meiner vorteilhaften Position kann ich 4 Kills machen. Ich würde euch also empfehlen, eure Laufwege mit verschiedenen Deckungsmöglichkeiten abzustimmen, soweit dies möglich ist. Wenn ihr dann auf Gegner trefft, habt ihr den Vorteil. Wenn aber der Gegner gut in Deckung sitzt, ist es manchmal besser, das Feuergefecht abzubrechen und den Gegner zu flankieren, so wie in diesem Clip. Oder ihr wartet, bis die Gegner die Deckung verlassen haben oder keine Deckung mehr haben, so wie hier. Aber auch die allgemeine Position in Bezug zu eurer Umgebung kann in einem Feuerkampf entscheidend sein. Zum Beispiel in diesem Clip. Ich stehe in einem Gang mit Wandpaneelen und der Gegner auf dem Hof. Ich kann mich hinter den Wandpaneelen verstecken, während der Gegner auf dem Hof weit offen steht und beide Seiten des Wandpanels beobachten muss. Allgemein hat also derjenige den Vorteil, der leicht in Deckung gehen kann. Haltet also die Zeit, die ihr auf offenen Stellen verbringt, auf ein Minimum und macht euch das Terrain zunutze, um kurzfristig in Deckung zu gehen und die Gegner zu irritieren. Sechstens, Gegnerbewegungen vorausplanen. Sollte in einem Feuergefecht euer Gegner oder ihr selber in Deckung gehen, versucht seine Bewegungen vorauszuplanen. Ihr könnt so bereit sein zu feuern oder ihn überraschen und verwirren. Unerfahrene Spieler werden meistens einfach wieder aus der Deckung hervorkommen oder versuchen euch zu überrennen. Ihr könnt dies parieren, indem ihr entweder ihre Position beobachtet und wenn sie rauskommen, sie abschießen. Oder, wenn ihr in Deckung gegangen seid, könnt ihr einfach ein bisschen auf sie warten. Ein kleiner Trick: Wenn es zwischen euch wenig Deckungsmöglichkeiten gibt, wartet, bis ihr meint, die Gegner haben ihre Deckung komplett verlassen. Schaut kurz, um zu sehen, ob das der Fall ist, und schießt sie gegebenenfalls ab, so wie in diesem Clip. Kompliziert wird es, wenn der Gegner nicht aus seiner Deckung oder Position kommt, denn nun wartet er auf euch und ihr müsst das Risiko abschätzen, ihn holen zu kommen. Auf kurze Distanzen, wenn der Gegner wenig HP hat oder am Nachladen ist, weil er gerade die ganze Zeit aus einem Sturmgewehr geschossen hat, könnt ihr es riskieren und im Rambo-Style um die Ecke springen. Ein kurzer Blick auf die Minikarte kann euch womöglich verraten, wo genau er ist. Oder ihr schiebt euch mit hochgefahrenem Zielvisier um die Ecke und verschafft euch so einen Vorteil, so wie hier, denn der Gegner kann nur schlecht die ganze Zeit eure Position durch ein Zielvisier beobachten. Manchmal, vor allem auf kurze Distanzen, entstehen Situationen, wo nicht klar ist, was der Gegner machen wird, und es fängt das Psychospiel an, wie in diesem Clip. Zwischen euch ist eine Wand und kommt er jetzt über links oder kommt er jetzt über rechts? Versucht einen klaren Kopf zu behalten. Seid bereit, den Gegner von beiden Seiten her anzutreffen. Versucht auch, euch in eine bessere Position zu begeben, zum Beispiel, wo ihr mehr überblicken könnt. Bedenkt bei all dem, was für eine Waffe ihr habt und was für eine Waffe der Gegner hat. Zum Beispiel, wenn ihr eine JNG habt, ist es nicht so einfach, springende Gegner zu treffen. Wenn euch also die ganze Situation zu nachteilhaft erscheint, zum Beispiel der Gegner sitzt am Ende eines langen Ganges oder es sind mehrere Gegner da, könnt ihr das Feuergefecht auch einfach abbrechen und den Gegner flankieren oder andere Gegner suchen. Denn Waffenmeister wird nicht derjenige, der beweist, dass er der Beste im Zweikampf ist, sondern derjenige, der die meisten Kills macht. Siebtens, maximaler Schaden, Fadenkreuz richtig halten. Ihr wisst schon bestimmt, dass wenn man dem Gegner maximalen Schaden in kürzester Zeit zufügen will, dass man in den Kopf schießen sollte. Meiner Ansicht nach gibt es zwei Varianten, dem Gegner viel Schaden zuzufügen. Die erste Option ist einfacher, fügt aber weniger Schaden zu. Man zielt dem Gegner in den Brustbereich und durch den Rückstoß landen die Kugeln immer höher und dementsprechend solltet ihr einen Kopftreffer erzielen.
Die andere Variante ist schwerer, tötet aber schneller und mit weniger Kugeln. Indem ihr direkt auf den Kopf zielt und den Rückstoß kontrolliert, sprich das Fadenkreuz nach unten und nach rechts oder links zieht, landen mehr Kugeln im Kopf des Gegners. Vergesst nicht, dass bei vielen Waffen der erste Schuss einen extra hohen Rückstoß hat. Ich würde euch empfehlen, an der zweiten Variante zu arbeiten, das ist das, was ich demnächst ausgiebig trainieren werde. Was ich euch noch empfehlen kann, ist beim Herumlaufen das Fadenkreuz auf Kopfhöhe des Gegners zu halten. Denn das Justieren des Fadenkreuzes, bevor ihr das Feuer eröffnet, kostet euch Millisekunden, die den Unterschied zwischen Kill oder Death machen können. Dies könnt ihr trainieren, indem ihr ab und zu schnell das Zielvisier auf herumstehende Kameraden hochschaltet. So bekommt ihr auch Kopftreffer beim Schießen aus der Hüfte. Nummer 8. Flanken gedeckt halten. Immer wenn ihr euch in eine neue Position bewegt, bekommt ihr neue Flanken, die offen sind. Zum Beispiel, ihr bewegt euch aus eurer Deckung in eine Kreuzung, jetzt habt ihr 4 Flanken, die offen sind. Je weniger Flanken ihr offen habt, desto besser. Denn jede Flanke ist ein Risiko, dass dort ein Gegner auftaucht und euch von der Seite oder von hinten killt. Zum Beispiel in diesem Clip. Ich bleibe an einer Stelle stehen, wo meine linke Flanke offen ist. Und anstatt einen Kill zu machen, werde ich selber gekillt, weil dort ein Gegner aufgetaucht ist. Ganz einfach also. Je mehr Flanken ihr offen habt, desto öfter werdet ihr gekillt. Auf Kameraden, die sich in den Flanken befinden, welche ihr nicht sehen könnt, ist wie immer nicht viel Verlass. Mein Tipp für euch also, versucht euch so über die Karte zu bewegen, dass ihr immer möglichst wenig Flanken habt und am besten nur eine oder zwei nach Gegnern abchecken müsst. Nummer 9. Nachladen. Wann und wo ihr nachladet, kann einen großen Unterschied machen. Schaut euch die folgenden Clips an. In diesem Clip lade ich nach, während ich vorstürme und werde natürlich gekillt. Mein Tipp für euch, ladet in Deckung nach, bevor ihr weiterlauft oder um die Ecke springt, damit ihr euren Gegnern nicht mit leeren Händen gegenübertreten müsst. Denn oft lauern Gegner um die Ecke oder sie laufen auf eure Position zu, wenn ihr gerade geschossen habt und auf der Minikarte aufgetaucht seid. Einer meiner größten Schwächen ist, dass ich die ganze Zeit nachlade, auch wenn es sich nur um 2-3 Kugeln handelt. Das ist aber oft gar nicht nötig, vor allem wenn ihr in den Kopf schießt und weniger Kugeln für einen Kill braucht. Schätzt also die Situation ab. Wenn ihr Gegner in der Nähe vermutet und noch genügend Munition im Magazin habt, ladet lieber nicht nach, damit ihr kampfbereit bleibt. So wie in diesem Clip. Nummer 10. M320 LGV Granatwerfer und Messer. So, jetzt haben wir das Thema Feuergefecht durch und wie gesagt, kommen zum Schluss die Tipps, wie man schnell durch den Granatwerfer und das Messer kommt. Erstmal zum Granatwerfer. Es gibt 3 Varianten, damit Kills zu bekommen. Die erste Variante ist, Granaten auf Knotenpunkte zu spammen, also da, wo viele Gegner auf möglichst engem Raum stehen. Ein paar Beispiele: Bei Donja-Festung ist das in dem Nebenraum zu C, bei Altmetall ist es das Treppenhaus und beim Zieberturm hinter der Theke oder im großen Foyer bei der B-Flagge. Die zweite Variante ist, einen Camper zu finden und eine Granate hinter ihn zu werfen, so wie hier auf dem Zieberturm in das Häuschen oder hier auf Altmetall. Die dritte Variante ist ein bisschen komplizierter, kann aber sehr nützlich sein. Versucht die Granate so zu schießen, dass sie im Lauf des Gegners explodiert. Dazu müsst ihr die Minikarte benutzen und die Granate so platzieren, dass der Gegner sie nicht sieht, zum Beispiel um die Ecke wie in diesem Clip. Oder wenn euch ein Gegner verfolgt, schießt die Granate unter eure Füße, im Idealfall übersieht der Gegner sie im Eifer der Verfolgung und läuft so drüber, so wie hier. Mit dem Messer würde ich euch Folgendes empfehlen: Vermeidet die direkte Konfrontation, ihr habt keine Chance. Flankiert besser eure Gegner über wenig benutzte Wege und messert von hinten. Benutzt dazu die Minikarte so wie hier. Ich sehe den Gegner auf der Minikarte und kann ihn perfekt flankieren. Was auch sehr gut klappt, ist Folgendes: Schaut auf die Minikarte, wenn ein Gegner zu euch kommt, lauert auf ihn hinter einer Ecke so wie hier. Vergesst auch nicht, dass ihr von vorne messern könnt, um zu gewinnen, also ohne Animation. Macht euch dies zunutze, wenn ihr Gegner mit wenig HP antrefft. So, das war's auch schon mit dem zweiten Video mit Tipps und Tricks für Waffenmeister mit mir, Wupsi Yaya. Ich hoffe, dass euch diese Tipps weiterhelfen werden. Und im nächsten Video geht es weiter mit Tipps zu Waffenmeister-Taktik,
Spawnpunkten und vielem anderen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich euch bitten, mir ein Like zu geben, damit ich weiß, ob ich weitermachen soll. Wenn ihr Fragen zu bestimmten Themen habt, schreibt sie in die Kommentare oder als persönliche Nachricht und ich werde mein Bestes tun, um sie zu beantworten. Ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.